Welchen Einfluss haben eigentlich Bioprodukte global gesehen? Welche Relevanz hat Bio in Bezug auf den Umweltschutz oder die Wirtschaft? Hat Bio Antworten für die Zukunft? Fair und Bio gehen oft Hand in Hand. Es ist eine neue Form, de hacer negocios que distribuye mejor los beneficios del comercio. Biohändler stärken Kleinbauern überall auf der Welt, denn sie sind es, die die meisten Lebensmittel weltweit produzieren. El comercio justo significa para mí igualdad de oportunidades. Biobauern verdienen faire Preise für ihre Ernte. Das gibt ihnen als auch ihren Kindern Stabilität und Zukunft. In der Welt, hier in Deutschland, überall ist gesunder Boden Basis für eine nachhaltige Landwirtschaft. Gute Krümelstruktur und eine starke Durchwurzelung jetzt schon. Und wenn du jetzt daran riechst, riecht das doch hervorragend. Biolandwirte wissen um den Schatz Boden. Mit vielfältigen Fruchtfolgen und möglichst langer Bedeckung bewahren sie ihn. Wir haben hier eine Zwischenfrucht angebaut, bestehend aus Ackerbohnen, Wintererbsen und Winterrübsen. Und das Ganze dient im Prinzip zur Vorbereitung und zur Nährstoffversorgung der Folgekultur Körnermais. Ein gesunder Boden kann Wasser speichern, Pflanzen nähren und bindet Kohlenstoff. Das ist gut für die Ernte und das Klima. Wir machen das, weil wir mit dem Boden arbeiten und der Boden soll leben. Artenvielfalt ist das Immunsystem unseres Planeten. Ja, das ist eine sehr alte Sorte, in die habe ich mich im Grunde schon verliebt. Die ist so bereift, dass sie im Grunde glänzt wie eine Perle. Biozüchter investieren in Artenvielfalt. Sie entdecken alte Kultursorten neu und züchten neue Sorten. Die heißt James Garnet. Das ist eine ziemlich alte Sorte, eine sehr wüchsige, robuste, hat auch gröbere Fiederungen der Blätter. Dadurch ist sie viel widerstandsfähiger. In verbindlichen Partnerschaften verarbeiten Biohersteller die Ernte weiter. Und sie schaffen gerade im ländlichen Raum sinnvolle Arbeit. Volle Regale zeigen eindrucksvoll die Stärke des deutschen Biohandels. Bio ist ein Wirtschaftsfaktor. Gerade Kinder brauchen eine gesunde Ernährung. Wir bringen den Acker an die Schule, sodass die Kinder den Acker, die Natur und das Aufwachsen der Lebensmittel wirklich hautnah erleben und wirklich täglich in ihrem Schulalltag integrieren. Selber auf dem Ökoacker sehen, pflanzen, gießen und ernten ist die beste Ernährungsbildung. In Schulgärten kann mit Freude ökologisches Ackern gelernt werden. Wenn sie es auf dem Acker probieren und da zum ersten Mal wirklich in Radieschen beißen, wenn es gerade eben noch im Boden gesteckt hat und die erste Reaktion ist immer so, ja, kann ich das jetzt einfach so essen? Ernährungsbildung funktioniert dann besonders gut, wenn Landwirtschaft ein Teil des Unterrichts ist. Genau wie ein Labor und eine Sporthalle und ein Computerraum gibt, sollte jede Schule einen Lernort in der Natur haben, wo die Kinder die Möglichkeit haben, die Natur zu verstehen. Fast 75% des Trinkwassers kommt in Deutschland aus dem Grundwasser. Für die Wassergewinnungen ist einfach die Nachhaltigkeit und der Erhalt des Trinkwassers für die Zukunft in der Qualität, wie wir es momentan haben, von herausragender Bedeutung. Die ökologische Landwirtschaft hält unser Wasser sauber. Viele Wasserbetriebe nutzen das aktiv und unterstützen Biobauern in ihrem Engagement. Ein Garant dafür ist die ökologische Bewirtschaftung in weiten Bereichen unseres Einzugsgebiets. Wasserwerke fördern Biobauern, beispielsweise in der Region um München. Hier erhält der Ökolandbau das typische Bild des Voralpenlands und sorgt dafür, dass heimische Biomilch in den Supermarkt gelangt. Es wird für die Zukunft immer wichtiger werden, ökologische Produkte auf dem Markt zu haben, um gesunde Lebensmittel und ein gesundes Leben führen zu können. Es sind die Biohersteller, die gute und faire Lebensmittel produzieren. Bioerzeuger erhalten für Tiere und Menschen das Wasser, den Boden und die Natur. Damit schafft Bio Zukunft.